Und in den Ring steigt der Boxer Quentin, ein rasender Schokoladenliebhaber. Mal sehen, wer heute Abend gegen ihn antreten wird. Oh wow, es ist die junge Boxerin Wendy. Sie kennt sich mit Hubba Bubba aus. Na, lass mal in den Ring steigen und sehen, wer stärker ist. Kaugummi oder Schokolade? Fight! Na, jetzt kannst du was erleben, du Schokoboy! Hallo Leute! Willkommen in der neuen Challenge Schokolade gegen Kaugummi. Und hier ist der erste Gegenstand. Das sind Schokokaugummis und Schokoriegel. Sieht ganz schön appetitlich aus. Oh, das ist auch mega cool. Ich will sofort was von dieser bunten Schokolade probieren. Voll lecker. Ich krieg nicht genug davon. Apropos, ich hab hier noch was auf den Fingern. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Das ist mega lecker. Ich will mehr von dieser Schokolade. Oh, es könnte besser sein. Aufgepasst. Tada, habt ihr diesen Trick gesehen? Moment, die Schokolade schmilzt. Ich muss echt Gas geben. Wobei, Moment mal. Ich habe eine richtig coole Idee. Schaut mal, ich habe was aus der Schokolade gemalt. Tja, aus Kaugummi kannst du sowas nicht machen. Wendy, schau mal. Ja, von wegen. Ich zeig dir gleich, was man mit Kaugummi machen kann. Aber zuerst probiere ich ihn. Oh, er ist so schön bunt. Ich muss ihn sofort probieren. Schmeckt sicher lecker. Außerdem kann man mit diesem Kaugummi eine Kaugummiblase machen. Zieht sich voll lange. Ich liebe es. Ah, tatsächlich. Ich könnte doch auch aus diesem Kaugummi ein Bild machen. Ha, da wird Quentin mich beneiden. Jetzt nehme ich mir die gelbe Farbe. Super. Das kommt auch noch mit hinzu. Hey, Quentin. Du stehst mir im Weg. Und es geht weiter. Ich werde all diesen Kaugummi brauchen. Fertig. Schau dir dieses wunderschöne Bild an. Sowas kannst du nicht. Was für ein Blödsinn. Mein Auto ist viel, viel cooler. Nein, ganz und gar nicht. Mein Einhorn ist besser. Hey Leute, hört auf, euch zu streiten. Ich finde beide Bilder sehr cool. Und ich kann auch nicht einmal sagen, was davon aus Schokolade und was aus Kaugummi ist. Das ist mir egal. Kaugummi ist trotzdem besser. Oh, bitte rettet mich. Die ist doch verrückt. Na Leute, hattet ihr Spaß? Wollt ihr weitermachen? Schreibt uns bitte in den Kommentaren, wessen Bild besser ist. Ich frag mich, was ihr diesmal bekommen wird. Ah, Nutella und Juicy Drop. Oh, ich liebe Nutella mit diesen Brotstangen. Das ist so lecker. Richtig schön schokoladig. Ich muss sofort was probieren. Schau doch nur, wie appetitlich das ist. Also, um ehrlich zu sein, kriege ich echt nicht genug davon. Ich muss noch ein paar Stäbchen essen. Ha, die kleben voll cool zusammen. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich kann doch voll die coole Form aus diesen Keksen und Nutella machen. Gleich werde ich einen leckeren, hohen Schoko-Keksturm bauen. Vielleicht wird das der größte Turm überhaupt. Wendy, geh mal weg. Oh ja, das wird ein echtes Kunstwerk. Ich bin fertig. Leute, seht ihr diesen Kekseifelturm? Ja, ja, bravo. Ich kann es kaum erwarten, meinen perfekten Kaugummi zu probieren. Übrigens, ich habe nicht nur Kaugummi, sondern auch noch saures Gel. Das ist die perfekte Kombination. Probieren wir mal. Wie sauer. Moment mal. Ich habe auch eine coole Idee. Ich muss Quentin zeigen, wie man aus Kaugummi auch was Cooles bauen kann. Ich benutze den Kaugummi einfach als Ziegelsteine. Voll cool. Schau doch nur, was für eine Burg ich gebaut habe. Na, wer ist hier ein Genie? Ach, ich bitte dich. Dafür ist mein Turm viel höher. Aber meine Burg ist größer. Mann, ich habe kein Kaugummi mehr. Aber dafür kann ich meine Burg hochheben und schon ist sie höher. Ja, das kann ich aber auch machen. Nein, 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 ich kann meine Burg höher heben. Oh, ich verliere das Gleichgewicht, ich fall.
du meine Güte. Leute, ist alles in Ordnung? Ah, ich sehe schon. Na dann, lass uns weitermachen. Wo sind unsere Leckereien? Da sind sie. Oh wow, ein Kaugummiautomat. Voll cool. Und was hat Wendy bekommen? Irgend so ein komischer Koffer? Oh, was schreist du denn so? Ah, du hast eine Menge Geld bekommen. Wendy, ich sehe, du bist jetzt reich. Oh Mann, ist das toll! Ich werde mir jetzt coole Kleider kaufen und Autos und in einem Schloss leben. Ah, Moment mal, wonach riecht das denn? Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist Schokolade? Das gibt's doch nicht. War das Geld gefälscht? Oh Mann, und ich habe schon angefangen zu träumen. Na okay, die Schokolade schmeckt trotzdem sehr lecker. Und außerdem hebt mir das die Laune. Mann, ich habe schon alles aufgegessen. Mensch. Quentin, mach weiter. Na endlich. Ich kann's kaum erwarten, was zu probieren. Hey, na los, dreh dich. Ich will was von dem Kaugummi. Dieser Automat will mir nichts geben. Weil er eine Münze will. Quentin, ich habe noch eine Münze für dich übrig. Kannst du benutzen. Wirklich? Oh, das ist so nett von dir, Wendy. Mann. Die passt leider nicht rein. Diese Münze ist viel zu groß. Jetzt ist sie auch noch kaputt. Blöder Automat. Gib mir den Kaugummi. Gleich wirst du mein Schwert spüren. Oh, wow. Hat das wirklich geklappt? Schauen wir mal. Oh, wie cool ist das denn? Es regnet Kaugummi. Jetzt müssen wir das probieren. Schau mal, was für eine Kaugummiblase ich machen kann. Cool, nicht wahr? Jetzt bin ich dran. High five. Na, wollen wir sehen, was ihr diesmal bekommt? Wahnsinn. Das sieht aus wie eine Kinderüberraschung. Und das sind Mentos. Na los, probiert doch was. Oh, ich liebe diese Kinderüberraschung. Aber ich habe noch nie was Quadratisches gesehen. Oh, fantastisch. Das sieht ja appetitlich aus. Das brauche ich nicht mehr. Hey, Quentin, könntest du bitte vorsichtiger sein? Wendy, schau dir das an. Sogar das kleine Ei ist quadratisch. Ich werde gleich die Schokolade aufessen und dann nachschauen, was ich in dem Ei drin habe. Ich liebe Kinderschokolade. Ich krieg echt nicht genug davon. Ich will alles aufessen. So, und jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Hey, Quentin! Was machst du denn schon wieder? Meine Geduld platzt gleich. Immer mit der Ruhe. Oh, wow, schau mal, das ist ein Creeper aus Minecraft. Voll cool. Ah, nimm dieses Monster bloß weg. Übrigens, es ist Zeit, mein Kaugummi zu probieren. Muss sicher köstlich sein. Wie lecker. Wow, so eine frostige Frische, die aus meinem Mund kommt. Quentin, ich werde gleich erfrieren. Oh Mann, die will nicht Freunde mit dir sein. Wobei, weißt du was? Ich muss einfach mehr Kaugummi kauen und dann kann ich dich erfrieren lassen. Wird dieser Kaugummi wirklich gewinnen? Ups. Wednesday, was ist mit dir passiert? Oh, du bist ja richtig kalt. Oh je. Creeper, ich weiß, du kannst mir helfen. Na los, ich werde dich lebendig machen. Wir brauchen deinen Explosionseffekt. Der wird Wendy auftauen. Was ist hier passiert? Quentin, was hast du getan? Jetzt bin ich voller Ruß. Aber dafür bist du nicht mehr tiefgefroren. Komm schon, wir werden dich wieder sauber machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Schreib uns in die Kommentare, was du mehr magst, Schokolade oder Kaugummi. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.